Hallo Kameramagier, heute werfen wir mal die Kamera beiseite. Denn heute zeige ich dir Audioeffekte und wie man sie in DaVinci Resolve einbaut. Dabei werden wir lernen, wie man seine Stimme richtig schön tief bekommt. Oder wie man Hall und Delay hinzufügt. Und wo man das am besten machen sollte, denn es gibt unterschiedliche Orte, wo man seine Audioeffekte anwenden kann. Ach ja, und bevor ich es vergesse, subscribe that swag! Yo, auf geht's! Okay, in DaVinci Resolve gibt es zwei Pages, auf die du Audioeffekte verteilen kannst. Das eine ist die Edit Page, wo du hier drüben dir aus deiner Effects Library in den Fairlight Effects Effekte auf deine Clips draufziehen kannst. Die zweite Page, auf der wir Fairlight-Effekte verteilen können, ist natürlich Fairlight selber, indem wir sie hier im Mixer einfügen. Aber dazu kommen wir später noch und was da der Unterschied ist. Also zurück in die Edit-Page. Und hier sind manche Effekte sogar vorinstalliert. Wenn du nämlich zum Beispiel hier oben in Inspector unter Audio gehst, hast du hier die Möglichkeit, dein Clip-Volume einzustellen, dein Pan, also ob etwas sich links oder rechts anhört, einzustellen und zum Beispiel die Pitch einzustellen. Okay, wenn ich jetzt also zum Beispiel meine Stimme tief machen möchte, dann könnte ich hier die Semitones oder die Sends runterstellen. Die Semitones sind dabei die großen Sprünge und die Sends sind dabei mehr die natürlicheren, kleineren Einheiten. Das heißt, möchtest du sie eher natürlicherweise pitchen, dann nimmst du die Sends. Möchtest du deine Audio krass verändern, dann nimmst du die Semitones. Ich könnte die hier mal auf 12 stellen und schon haben wir Schlumpfina Mike. Richtig schön tief bekannt. Oder ich nehme sie auf minus 12 und dann haben wir Darth Maul. Richtig schön tief bekannt. Möchtest du zum Beispiel deine Stimme verzerren lassen, dann kannst du hier aus deinen Effekten, aus deinen Fairlights-Effekten, die Distortion auf deinen Clip ziehen. Schon öffnet sich ein Panel und wenn wir mal hier in die Audio-Seite unseres Clips reingucken, die Distortion wurde hier unten unter dem Clip-Equalizer und dem Pitch eingefügt. Das heißt, alles was wir in diesem Panel machen, zum Beispiel welche Wellenform wir hier ändern, können wir hier unten auch sehen zwischen Destroy und Distort, wurde automatisch geswitcht und wir können das Level natürlich erhöhen, also die Intensität des Effektes. Das heißt, falls ich das Panel mal weggeklickt habe, kann ich auch trotzdem hier unten alles einstellen, was ich haben will. Und mit diesem kleinen Regler-Button hier drüben unter Custom kann ich mir das Panel nochmal anzeigen lassen. Was ich ziemlich cool finde, um Dinge einfach zu bearbeiten. Und wenn ich jetzt hier auf Destroy gehe, dann hörst du, hat meine Stimme einen total verzerrten Klang. Einmal ohne. Twack! Und einmal mit. Twack! Wenn du jetzt allerdings räumliche Effekte, also sowas wie Reverb, Hall, Echo hinzufügen möchtest, dann kannst du es natürlich auch machen, indem du dir zum Beispiel einfach ein Echo rausholst und das hier drauf ziehst. Na, dann hört sich das Ganze so an. Hall und Delay hinzufügen. Hall. Es gibt noch ein anderes Echo, das nennt sich Delay. Das klingt ähnlich, aber nicht gleich. Hall und Delay hinzufügen. Das Delay ist quasi ein Flutter-Echo, etwas, was sich gegenseitig aufschaukelt. Das Echo ist einfach nur eine Replikation von dem, was du gesagt hast. Aber wenn du einen Raum erzeugen möchtest, wie zum Beispiel eine große, weite Schlucht, dann ist Echo und Delay nicht das Einzige, was man nimmt, sondern man würde noch ein Reverb hinzufügen. Und Reverb ist ein verwaschener Hall. Und wenn wir den hier draufziehen und uns zum Beispiel ein Preset laden, wie zum Beispiel den Konzerthall oder, was ich persönlich noch viel besser finde, den Kathedralenhall, dann würde es so klingen. Das einzige Problem, was du mit diesen räumlichen Effekten hast, ist folgendes. Und zwar, wenn du die Effekte auf einen Clip anwendest, dann endet der Effekt Hardcut genau da, wo der nächste Clip anfängt, also wo die Audio geschnitten ist. Hören wir uns das mal als Beispiel an. Und wo man das am besten machen sollte. Du hörst also, es gibt einen ganz klaren, harten Cut. Und das ist für Hall eigentlich nicht üblich. Und deswegen solltest du Hall und Echos nicht auf
den Clip selber anwenden, sondern auf die gesamte Audiospur, weil dann liest DaVinci Resolve einmal die Audio in dieser Spur aus und nutzt den Echo-Effekt und den Hall-Effekt für die gesamte Spur, selbst wenn da kein Clip drin ist. Und damit sind wir bei der Audiobearbeitung in Fairlight. Ich lösche hier mal ganz kurz das Echo, das Hall und Delay raus und gehe jetzt hiermit in die Fairlight-Page. Und hier im Mixer habe ich jetzt die Möglichkeit, anders als in der Edit-Page, auch noch weitere Effekte hinzuzufügen, indem ich ganz einfach hier auf Plus gehe und mir da ein neues Tool reinlade, zum Beispiel den Reverb. Wichtig zu wissen ist, dass der Mixer unsere Audiospuren von links nach rechts anordnet, also A1, A2, A3, dass allerdings genau dieselben Audiospuren sind, die wir in der Timeline haben, von oben nach unten gesehen, nämlich hier drüben A1, A2, A3. Und wenn ich hier mir mal eine markiere, siehst du auch, wird sie im Mixer markiert. Und du siehst, ich habe hier auf meinem ersten bereits Effekte draufgelegt, um meine Stimme einfach ein bisschen besser klingen zu lassen. Aber diesen Prozess, wie man seine Stimme aufpoliert und verbessert, da arbeite ich bereits mit jemand anderes an einem Tutorial auf Pro-Level. Okay, aber wenn du jetzt einen Effekt zum Beispiel auf eine ganze Spur anwenden möchtest, dann könntest du dir jetzt einfach das mit Alt gedrückt halten, diese Spur einmal nach unten ziehen und schon kopiert es mir genau nur die Audio. Hall und Delay hinzufügt. Und jetzt kann ich mir auf A2 einen Effekt draufholen, indem ich hier unten auf Plus klicke und hier Reverb einfüge. Und ich füge hier mal mein eigenes Big Hall Preset ein. Und schon spielt das automatisch parallel neben dem Originalclip mit. Hall und Delay hinzufügt. Und bumm. Und du hörst es halt automatisch natürlich aus, ohne einen Cut zu setzen. Und das ist der Vorteil, wenn du Effekte hier in den Mixer reinhaust, anstatt sie auf einen Clip anzuwenden. Allerdings ist wichtig zu wissen, dass alles, was hier im Mixer ist, permanent Prozessor-Power verlangt. Das bedeutet, je mehr Effekte du hier auf die einzelnen Racks lädst, umso mehr Prozessor-Power brauchst du. Okay, fassen wir noch einmal zusammen. Du hast alleine in der Edit-Page bereits im Inspektor unter Audio die Möglichkeit, deine Lautstärke, dein Links und Rechts und deine Clip-Pitch und sogar noch einen Clip-Equalizer anzupassen, zu dem ich euch mal ein gesondertes Tutorial machen werde. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, Audio-Effekte, wie zum Beispiel hier unter Audio-Effects, Fairlight-Effects, aus deiner Effekt-Library auf einzelne Clips zu ziehen. Was immer dann Sinn macht, wenn du diesen Effekt nur einmal kurz von Audioschnitt zu Audioschnitt anwenden möchtest, wie zum Beispiel die Distortion hier hinten. Black! Möchtest du deine Szene allerdings in Räume oder große Hallen packen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, diese ganzen räumlichen Effekte in Fairlight auf Spuren zu verteilen, indem du einfach einmal die Audio mit Alt nach unten duplizierst auf die Spur, die den Hall tragen soll, und hier ein Reverb, ein Echo oder ein Hall einfügst. Dadurch hält dieser Effekt automatisch natürlich aus, ohne per Hardcut geschnitten zu werden, und du nimmst deine Zuschauer mehr in diese Szene rein, auch auditiv. Aber das ist nicht alles, denn wie ich bereits gesagt habe, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Audio ist 50% deines Videos und es ist super wichtig zu wissen, wie man auch seine Audio clean bekommt. Ich arbeite bereits an einem Tutorial mit jemandem, der bereits seit Jahren Audiobearbeitung und Audio Cleanup macht. Und ich freue mich, euch seinen Prozess, wie man klare Audio bekommt, mit euch zu teilen. Aber das kommt mal in einem späteren Tutorial und falls es schon soweit ist, findet ihr das da oben. Yo, ich hoffe, mit dieser Einführung in Audioeffekte konntest du erstmal ein grobes Gefühl haben, wo man Audioeffekte in DaVinci Resolve einfügt. Aber bis zum nächsten Mal, Kamera oder sollte ich eher sagen, Mikrofonmagier!